Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, gerne erzähle ich euch ein bisschen was aus meinem Fundus. Ich bin auch Alt-68er. In Flensburg war ich gleich 68 schon bei den Protesten gegen die Notstandsgesetze dabei. Natürlich als dummer Schüler. Alles so schön bunt hier, alles so aufregend und so progressiv. Daraus wurde aber nachher eine Vertiefung, nicht, ja, älter ich wurde und ja, bin auch in verschiedenen Initiativen drin gewesen, bin auch 4 Jahre Karteileiche bei den Grünen gewesen, von 83 bis 87, aber ja, und dann habe ich es nochmal versucht bei der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit. Ja, das hat mich aber auch nicht so vom Hocker gerissen und ja, ich habe verschiedene Bücher geschrieben. Das erste war, da wollte ich wirklich mal richtig ein Opus Magnum machen, habe ich 7 Jahre dran gearbeitet, Hitlers amerikanische Lehre. Das ist jetzt hier nicht am Ausliegen, weil es gerade ausverkauft ist. Da habe ich eben gezeigt, dass das, was in Deutschland in der Nazizeit gelaufen ist, eigentlich in den USA 30 Jahre vorher schon Mainstream war und in Gesetze gegossen war. Und im Grunde Eugenik und Euthanasie der äußerste und perverseste Ausfluss kapitalistischer Profitmaximierung ist. Und das Buch hat sich dann deswegen auch in der Corona-Zeit sehr gut verkauft, weil dann viele Leute merkten, hier stimmt was nicht, hier wird irgendwie massiv an irgendwas gedreht, man hat eine Hidden Agenda und da haben sich auch viele Leute dafür interessiert, für Eugenik war ja auch Bill Gates halt noch tatsächlich ein sozusagen Oldschool-Eugeniker ist und im Gegensatz zu Elon Musk, der ein Transhumanist ist. Und ja, mein zweites Buch war Die Macher hinter den Kulissen, weil meine Erfahrung bei der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit mit meinen damaligen Genossen war die, die Leute glaubten tatsächlich auch, ja, wenn sie ins Parlament gehen, dann wird sich was verändern. Und ich hatte schon lange gemerkt, wen man auch immer wählt, die Politik bleibt eigentlich immer die gleiche. Und dann habe ich geguckt, wollte ich den Leuten zeigen, welche Organisationen es gibt, von denen die Öffentlichkeit gar nichts weiß. Durch meine Arbeit, 2014 ist das Buch rausgekommen, Die Macher hinter den Kulissen, wie transatlantische Netzwerke die Demokratie heimlich unterwandern, habe ich, glaube ich, ein ganzes Schärflein dazu beigetragen, auch, dass das aus dieser Schwurbelecke der Desinformationsabteilung rauskam, also wo dann Freimaurer, Illuminaten und alle möglichen märchenhaften Gestalten dann angeblich hinter den Politikern stehen sollten, geguckt wurde, dass nachgewiesen wurde, dass Obama verwandt ist mit der Königin von England und all so ein Stuss, was sich die Desinformationsabteilungen so ausgedacht haben. Und ich habe dann ziemlich sauber, glaube ich, dargelegt, wer eben auf ganz wissenschaftlicher Ebene an den Leuten vorbei versucht, sie zu beeinflussen. Wir werden einige dieser Netzwerkorganisationen heute noch mal hier erwähnt bekommen. Ja, und dann, als es anfing mit der Krim-Krise, das war ja auch 2014, da habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mal ein Buch rausbringen, wo ich mal die Geschichte der deutsch-russischen Beziehung in den letzten 150 Jahren darlege als Schwerpunkt. Und da habe ich eben darlegen können, dass die allermeiste Zeit Deutschland und Russland oder die Sowjetunion sehr eng miteinander verbunden waren und sehr eng miteinander kooperiert haben. Und eigentlich nur diese ganz schlimmen, extremen Jahre dann eben meinetwegen von Hitler bis 1945 in die ganz andere Richtung gewiesen haben. Und dann auch immer wieder danach, meinetwegen Bundeskanzler Erhard hat dann versucht, mit Khrushchev einen Deal zu machen. Und das hätte wahrscheinlich, wenn das geklappt hätte und Khrushchev nicht 1964 schon gestürzt worden wäre, ganz erheblich Mitteleuropa verändert. All das habe ich in dem Buch, das ist auch hier, der Griff nach Eurasien, die Hintergründe des ewigen Krieges gegen Russland dargelegt. Und um das auch mal auf eine rationale Ebene zu bringen und diese Geschichtsfälschung, da wäre schon immer Feindschaft und Misstrauen und so weiter zwischen
Russland und Deutschland oder Sowjetunion und Deutschland. Das stimmt einfach nicht. In der Weimarer Republik waren die Beziehungen sehr, sehr eng. Sebastian Haffner hat gesagt, sie waren schon so, ja geradezu intim wie keine andere Bündnisbeziehung seitdem. Gut, wir stehen ja jetzt an einem historischen Punkt. Heute Nacht werden wir wissen, wer in den USA für die nächsten 4 Jahre die Geschicke bestimmen wird. Und darauf habe ich jetzt auch ein bisschen Bezug genommen, auch bezüglich des Themas, wer steht dahinter? Wer ist denn alles so eigentlich Unterstützer von Kamala Harris oder von Donald Trump? Und wie kommt es dazu, dass so ein Typ wie Donald Trump, der ja eigentlich als Fernsehentertainer zum ersten Mal große Karriere gemacht hat mit seiner Fernsehserie The Apprentices. Das ist ähnlich wie Dschungelcamp, da sind Teams und da werden immer, die sind im Wettbewerb und die fliegen dann raus aus dem Wettbewerb, wenn sie nicht leisten. Und als Gewinn gibt es irgendwie $250.000. Und das hat Donald Trump zwischen 2011 und 2015 in den USA sehr, sehr bekannt gemacht und daran knüpft er an. Und wenn er heute sagt, Kamala, you are fired, das war immer der Schlusssatz bei eben dieser Reality-Show, in der eben junge Lehrlinge dann im Wettbewerb miteinander um diesen $250.000 Preis gerungen haben gegeneinander. Und die Präsidentenwahlen in den USA sind heute Nacht. Werden diese Wahlen irgendwas im Leben der US-Bürger verändern? Die beiden Attentatsversuche gegen Donald Trump könnten den Schluss nahelegen, dass Trump tatsächlich Grundsätzliches in der Politik der USA verändern will. Auf welchen Gebieten? Was bedeutet ein Sieg von Trump für Europa? Wir werfen einen Blick darauf, welche Netzwerke stehen hinter Trump und Harris? Welche Interessen verfolgen die Sponsoren der Kandidaten? Entsteht hier womöglich gerade ein neuer Feudalismus? Sie haben sicher mitbekommen, dass das Wort in letzter Zeit wieder in aller Munde ist, dass wir einen neuen Feudalismus vor uns haben. Natürlich nicht im ökonomischen Sinne, aber was die Enteignung des öffentlichen Eigentums, des öffentlichen Vermögens betrifft, das kann man durchaus gewisse Figuren aus der Feudalismus-Darstellung übernehmen. Macht dieser Feudalismus Wahlen überflüssig? Wird der Nationalstaat, wie wir ihn kennen, gerade zerschlagen? Welche Rolle spielt das organisierte internationale Verbrechen in dieser Politik? Trump oder Harris? Pest oder Cholera? Softer Neofeudalismus oder harter Neofeudalismus? Anscheinend gibt es ja wirklich Gegensätze zwischen, ich sag mal, leger Kamalisten, weil Harrisisten, das ist schlecht zu sprechen, Kamalisten und Trumpisten. Anscheinend versuchen gewisse Leute, einen missliebigen Politiker auf typisch amerikanische Weise aus dem Weg zu räumen. Wir wissen ja, dass schon, ich glaube, 4 Präsidenten auf die Weise aus dem Weg geräumt wurden und etliche Attentatsversuche, unter anderem gegen Franklin Delano Roosevelt, Gott sei Dank gescheitert sind. Das ist insofern auch noch auffällig, weil die deutschen transatlantischen Netzwerke, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde, waren eigentlich bis, also Atlantikbrücke oder Stiftung Wissenschaft und Politik, waren bis 2016 eigentlich parteipolitisch, was die USA betrifft, absolut neutral. Also da hat es keine Ächtung von bestimmten Kandidaten gegeben. Demgegenüber haben wir jetzt seit 2016 ja ein riesiges Getöse in den Medien gegen Trump. Also ich sage mal, wenn da jetzt Ron DeSantis gewonnen hätte, wäre der Ton vielleicht ein anderer, also als bei den Republikanern als Präsidentschaftskandidat. Aber Trump, da wird ja wirklich kein gutes Haar dran gelassen.
Und das ist eben von daher auch, sage ich mal, wirklich, die Darstellung in der Presse ist durchgängig negativ. Er wird als verrückt geschildert, als unberechenbar. Und ja, er ist nicht gerade ein Sympath, das kann man sicher so sagen. Ich wollte mal kurz, es ist ja leider Gottes auch das Niveau der Diskussion in den USA bei dieser Wahl Springfield. auf einem sehr They're niedrigen eating the Niveau. dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured. Also, das ist aus der ersten Präsidentendebatte, Kandidatendebatte. Und da sagt Trump doch tatsächlich, die illegalen Einwanderer aus Südamerika in den USA würden dort halt die Kuscheltiere der Einwohner von der Stadt Springfield einfangen, womöglich grillen, Barbecue machen und die essen. So hat er tatsächlich versucht, auf dieser Ebene zu argumentieren, in Anführungszeichen. Das ist natürlich, sage ich mal, ein Niveau der politischen Diskussion, wo man sich fragt, geht es hier eigentlich überhaupt noch irgendwie um Inhalte oder was ist hier eigentlich los? Und ja, das ist also intellektuell eher niederflurig, was da diskutiert wurde in den USA bis zum heutigen Tage. Man hat hauptsächlich persönliche Sachen angebracht, also Trump sagt immer wieder, Kamala ist Kommunistin, Linksradikale und die Genossin Kamala Harris ist Kommunistin und ganz gefährlich und ihr Ziel ist, die USA zu zerstören. Sie hat Kalifornien ruiniert. Sie war dort oberste Staatsanwältin. Ich glaube, da hat man nicht genug Kompetenzen, um ein Land zu ruinieren. Jedenfalls solche Niveaustufen oder er ist überhaupt dann immer, er geht dann wirklich, er wird geliebt dafür, dass er wie in dieser Fernsehserie The Apprentice halt so assoziativ herumpöbelt, herumboxt verbal. Und ja, Frau Harris erzählt dann eher von ihrer Geschichte. Sie ist ja hat eine indische Mutter, also meine Mutter hat sich ja so viel Mühe gegeben, dass wir uns integrieren und so weiter. Und ist ein bisschen rationaler, ein bisschen, aber beide sagen eigentlich nichts über ihre politischen Ziele so richtig konkret, ne? Also Frau Harris sagt, ja, wir wollen den Mittelstand stärken, wir wollen Steuern senken für den Mittelstand. Wenn Trump ja ganz ungeniert sagt, er will die Vermögenssteuer, die Körperschaftssteuer senken nochmal, damit die Wirtschaft ordentlich reinkommt. Aber sonst wird viel mit Gefühlen gearbeitet, mit Sentiments und mit Angst. Und ja, die wirklichen Unterschiede werden da völlig vertuscht. Und es ist im Grunde das, was wir jetzt auch in der Bundesrepublik gerade erleben. Denn dieses Lindner-Papier, was jetzt gerade angeblich durch eine gezielte Indiskretion in die Öffentlichkeit gekommen ist, ist eigentlich reinster Trumpismus. Und es ist eigentlich, sage ich mal, wenn Trump gewinnt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das sofort auch hier auf die Bundesrepublik zurückschlägt. Es wird auf jeden Fall von dem, sage ich mal, eher mainstreamigen von der mainstreamigen Seite her amorph gegen rechts demonstriert, in den USA wie auch hier. Wobei eben überhaupt über die tieferen Ursachen oder die wirklich gefährlichen Dimensionen mit so einem Gefasel wie ja, AfD ist NSDAP 2.0
Da wird ja vollkommen vertuscht, worum es wirklich geht, dass es sich nämlich um eine marktradikale Vereinigung handelt, die im Prinzip die Volksenteignung auf ein völlig neues Level stellen wird. Aber darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Jedenfalls, da werden dann einfach Labels, Kampagnen gefahren, wo ich Ihnen ganz klar sagen kann, die sind von Werbeagenturen fabriziert. Auch der Kampf gegen rechts in Deutschland ist ein Produkt von kommerziellen Werbeagenturen. Politiker machen kaum noch etwas selber, sondern sie lassen denken, sie lassen konzipieren. Und da geht es um gewisse emotional manipulative Dinge. Eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung zum Beispiel mit der AfD sähe eben völlig anders aus. Dann würde man sagen, hier, was hältst denn du jetzt vom Marktradikalismus? Aber wir kommen noch drauf. Jedenfalls, es gibt Unterschiede, die uns allerdings eben ganz schön so vorenthalten werden. Ich knöpfe mir jetzt erstmal die Kamalisten vor. Also Kamala Harris ist ja Juristin von Haus aus. Sie ist Präsidentschaftskandidatin der Demokraten und sie war oberste Staatsanwältin in Kalifornien und war dann für den Bundesstaat Kalifornien im amerikanischen Senat, bevor sie dann berufen wurde, nachdem sie in den Primaries, in den Vorwahlen gegen Biden 2020 verloren hatte, wurde sie von Biden dann ernannt als seine Stellvertreterin, als Vizepräsidentin. Die Basis der Demokraten, die klassische Basis, die ist eigentlich schon seit der Jahrhundertwende, seit 1910, 1911 relativ fest geklopft, denn die Konzerne hatten damals in ihrer, und die Kartelle, haben durchaus Marx rezipiert und festgestellt, wenn wir wirklich die Verelendungstheorie ad extremum durchlaufen lassen, dann werden wir tatsächlich irgendwie, dann wird unser letztes Glöcklein geschlagen haben. Wir müssen also selber Institutionen einrichten, Gewerkschaften, EFL, wurde eingerichtet und später kam die CIO dazu, AFL-CIO, die Gewerkschaften. Das war damals der Herr Gompertz, der auf Lebenszeit installiert wurde als Chef dieser Gewerkschaften, die echten Gewerkschaften, Workers of the World, waren ja ganz brutal zerschlagen worden, also mit militärischer Gewalt schon im Ersten Weltkrieg, weil sie sich gegen die Kriegsanstrengungen der USA gewandt hatten. Stattdessen hatte man jetzt diese Placebo-Gewerkschaften oder die NAACP, die National Association for Colored People, sodass man all diese, sage ich mal, diese ganzen Revolutionspotenziale eingetütet hatte und unter Kontrolle hatte. Bevor da etwas aufkommt, hatte man das selber schon entwickelt. Und das ist im Prinzip das, worauf auch auf den Resten dieser Organisation, auf denen sich die Demokraten und in diesem Falle namentlich Frau Kamala Harris stützen. Dann gibt es eben die Denkfabrik der Denkfabriken, 1920 gegründet, 1921 in New York. Council on Foreign Relations, der Rat für auswärtige Beziehungen, wo also Banken drin waren, Corporations, Konzerne, Persönlichkeiten, Medien, Politiker, die in einem geschlossenen Kreis, in verschiedenen Staffelungen von Need to Know, von oben nach unten die Grundsatzentscheidung getroffen haben. Ganz oben ein enger Kreis von Superreichen zusammen mit ein paar Turbo-Intellektuellen wie Henry Kissinger, Walter Lippmann oder Zbigniew Brzezinski und die dann das an ihre Multiplikatoren runterreichen und die das dann diskret und unauffällig in die Agenda der Gesellschaft einflechten.
Diese Organisation wurde von Roosevelt zum Beispiel, von Präsident Franklin Delano Roosevelt, eher rausgehalten. Aber als es um vereinte Bestrebungen gegen die Nazis ging, haben die dann ein Bündnis gebildet und danach waren sie wieder drin in dem Weißen Haus. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann diese Governance, diese diskrete Herrschaft durch Multiplikatoren auch für Europa entwickelt. Da hat man dann, wichtig ist ja auch das Socializing der Mächtigen und der Superreichen und der Turbo-Intellektuellen. Da hat man gesagt, Europa soll jetzt wirklich eng angebunden werden an die USA. Und das ist sicher ein Werk, was man nicht einfach verordnen kann. Da muss man erstmal die Eliten miteinander in Verbindung bringen. Und da gab es eben den German Council on America oder eben auf deutscher Seite die Atlantikbrücke, wo die Eliten, nur die Eliten zusammengeführt wurden, damit einfach das Socializing, das Zusammenkommen und sich kennenlernen und wissen, wie die Leute ticken, dass man das dann quasi hier ausbauen konnte. Und dann gab es eben konzeptionell die Bilderberger. Ich habe gerade hier ein Buch gesehen, Taschenbuch. Bernd Engelmann hat es tatsächlich 1980 schon thematisiert gehabt. Das kam später richtig hoch, aber es wurde dann gleich zur Weltregierung hochstilisiert von gewissen Leuten. Das ist natürlich Quatsch, weil ich sage mal, es geht immer nur im Netzwerk mit verschiedensten Gruppen. Eine Gruppe alleine, ob nun World Economic Forum oder sonst wer, kann keine gottgleiche Instanz sein, die irgendwas beeinflusst. Es muss immer im Zusammenwirken verschiedenster Organisationen sein. Und die Bilderberger haben sich ja im Hotel de Bilderberg getroffen. Ich glaube, es war 1954 oder so. 1955 hatten sie dann schon die EU sozusagen im Keime entwickelt und angestoßen mit dem Rom-Vertrag 1955, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die dann nachher Europäische Gemeinschaft wurde und dann eben heute Europäische Union und dabei immer weiter, immer erweiterte Kompetenzen bekam und heute eben eigentlich schon ein Superstaat ist. Das gefiel, diese Art von Elitenkontaktbildung und Kommunikation, gefiel dann auch den Japanern, als sie reich genug waren, sehr gut. Und da wollten die auch dabei sein, aber irgendwie waren die Bilderberger vielleicht noch zu rassistisch, arrogant. Jedenfalls hat dann David Rockefeller 1973 die Trilateral Commission gegründet, den dreiseitigen Ausschuss. Dieser dreiseitige Ausschuss ist im Gegensatz zu den Bilderbergern, die Bilderberger treffen sich ja nur einmal im Jahr irgendwo in einem Luxushotel, machen Ausfahrten und sind eigentlich nur dabei, am kalten Buffet miteinander zu quatschen. Die Trilateral Commission arbeitet das ganze Jahr sehr fleißig und ist auch nicht wie die Bilderberger eine abgeschlossene Organisation, sondern die veröffentlichen regelmäßig Arbeitspapiere, Denkpapiere und veröffentlichen auch ganz ungeniert ihre Mitgliederlisten. Also die kann man im Internet einsehen und staunt dann immer, dass mal wegen die IG Chemie hat eine Erbmitgliedschaft bei der Trilateral Commission. Also es war früher Hans-Hermann Rappe. Und ja, jedenfalls solche, da versucht man dann eben die Arbeiter, diese Pseudogewerkschaften, mit den Arbeitgeberorganisationen zusammenzubringen und mit Intellektuellen und Strategien zu entwickeln, so im freien Gespräch. Also man kann sich das nicht so vorstellen wie beim Vatikan oder beim ZK, dass da jemand sagt, so, das ist jetzt die Generallinie, sondern man sagt, okay, diskutieren wir offen drüber, stimmen wir ab, nehmen wir die Richtung. Wenn sie nicht klappt, dann wird sie auch wieder verklappt. Jedenfalls, dann hat man sich gesagt, das muss auch nationale Vertretungen geben. Mittlerweile gibt es in 180 Ländern der Welt sozusagen Dependancen des Council on Foreign Relations. Die heißen natürlich nicht Council on Foreign Relations von Singapur oder für Deutschland heißt es eben, ist aufgeteilt in zwei Gruppen. Die Atlantikbrücke ist so dieses Socializing.
wo sich eben die Elite-Menschen treffen in abgeschlossenen Kreis und was ja, sich kennenlernen und sich abstimmen. Und auf der anderen Seite die sozusagen die Wissenshegemonie, die strategische politische Hegemonie, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie werden immer wieder im Deutschlandfunk oder so auch Experten hören und dann hören Sie vielleicht in einem Nebensatz, dass der Herr Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist. Die heißt auf Englisch übrigens German Council on Foreign Relations. Das heißt, dem englischsprachigen Publikum wird das gar nicht verhüllt, dass das die Filiale des Council in New York ist. Und dann haben sich noch andere Hegemonieorganisationen hinzugefügt. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, immer wieder im Radio, Deutschlandfunk, Mittagsmagazin, fast regelmäßig, wenn es irgendwo kracht, wird ein Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik reingeholt. Oder Willy Brandt, der allseits geliebte Willy Brandt, hat im Jahre 1972, kurz nach dem bestandenen Misstrauensvotum im Bundestag, in der Harvard-Universität den German Marshall Fund of the US gegründet. Mit einem Einstandkapital 200 Millionen D-Mark aus deutschen Steuergeldern für diese elitäre proamerikanische Kaderorganisation. Diese Gruppe hat neben der Erarbeitung von Strategiepapieren und der Heranbildung von Eliten die Funktion eben auch Kader für bestimmte Länder, die noch nicht so in der Pax Americana drin sind, auszubilden. So ist zum Beispiel die ganze Orange Revolution in Ukraine und so weiter, Frau Timoschenko und so weiter, all diese Leute sind Produkte entweder der Soros Stiftung oder des German Marshall Fund of the US. Und es hat sich, ergebnisoffen, pragmatisch arbeiten die, habe ich schon gesagt. Also wird nichts verordnet, sondern geguckt, was funktioniert. Also wenn der Kollege Kissinger sagt, wir müssen das flexibler handhaben mit der Abschreckung der Sowjetunion, dann wurde das 1957 übernommen, obwohl eben vorher die vorherige Strategie von John Foster Dulles kam und eben auf ganz harte, massive Vergeltung gesetzt hat. Das wird den Menschen dann meistens nicht so kommuniziert, dass das jetzt aus diesem Kreise ausgebrütet wurde, sondern es ist dann plötzlich da, dann sagen Politiker das und ist dann schön verstreut sozusagen. Wichtig ist, es gibt zwei Paradigmen, über die nicht diskutiert werden kann. Nämlich die Hegemonie der USA in diesem ganzen Spiel, dass sich alles konzentrisch um die USA versammelt. Und zum anderen, dass die Dominanz des Dollar, gerade jetzt sehen wir ja bei der BRICS-Versammlung in Kasan, wie sehr, das wurde dort ja auch sehr oft gesagt, wie sehr die Menschen unter dieser Herrschaft des Dollar gelitten haben und noch leiden, besonders die Sanktionspolitik. Der Hannes Hofbauer hat ja auch gerade ein Buch Sanktionen gegen Russland herausgebracht. Der Dollar als ganz massives Herrschaftsmittel, indem man den Leuten das entzieht, kann man Länder total in Hunger und Armut treiben und kann sie auch dann, wenn sie fügsam sind, bisschen nach oben bringen, aber mit dem Mittel der Sanktionen, das ist mindestens so tödlich wie die militärische Gewalt der USA. Und wichtig, das ist entstanden aus der Ordnung von Bretton Woods. 1944 hatten sich 44 Staaten zusammengetan, um eine neue multilaterale Weltordnung, aber konzentriert um die USA zu kreieren. Mit dem Dollar als Leitwährung, wobei eben damals entscheidend war, dass die USA dafür garantieren, dass auch immer ein Wert hinter dem Dollar steht, indem man eben
Goldvorräte als Gegendeckung hatte in diesem berühmten Fort Knox, in diesem Haus, wo da das Gold gehalten wurde. Das hat dann Richard Nixon 1971 aufgehoben, weil der Vietnamkrieg so viel Geld verschlungen hatte, dass man jetzt nur noch Geld gedruckt hat. Und ja, auf jeden Fall konzentrisch um die USA herum, nach USA-Regeln regelbasiert. Da haben Sie das, dieses schöne Wort, was Frau Baerbock immer wieder im Mund hat, regelbasiert. Auf diesem Plateau entwickelten sich die multinationalen Konzerne. Jetzt war also so eine weltweite, anstatt vor dem Krieg waren nur bilaterale Handelsbeziehungen da, also zwei Staaten haben miteinander ein Konto eröffnet und gehandelt, versuchten immer ausgeglichen zu sein. Jetzt konnten alle Staaten der Welt sozusagen an dieses Netz angeschlossen werden und das hatte zur Folge eine raketenartige Entwicklung von multinationalen Konzernen, sodass heutzutage viele Konzerne schon größeren Umsatz, Jahresumsatz haben als das Bruttoinlandsprodukt von, sage ich, kleineren oder mittelgroßen Staaten. Was natürlich eben auch eine völlige Machtverschiebung bedeutet, schon seit geraumer Zeit. Eine enorme Kapitalkonzentration und der Petrodollar. Also es war dann wichtig, dass dass der Dollar noch irgendwo eine gewisse Entsprechung hatte im Ölhandel. Und ja, diese, was ja dann auch wichtig ist, diese fossile Hegemonie, nicht wahr? Öl über alles. Also alles wird bei uns aus Öl fabriziert. Plastik, Pharmazeutika und der ganze, man merkt es ja, der ganze militante Druck, wenn jemand versucht, das zu bezweifeln. Das kann gefährlich werden. Das hatte natürlich auch schon immer zur Folge eine Schwächung des öffentlichen Sektors und der unabhängigen Forschung und Lehre. Sie alle wissen es, eine C4-Professur, wenn die ausgeschrieben wird, dann ist die wichtigste Qualifikation, Drittmittel anzuwerben und nicht mehr eigentlich, was derjenige geleistet hat in der Forschung. Und was eben auch jetzt Frau Kamala Harris und den Demokraten ins Gesicht schlägt, ist die Monetarisierung des Umwelt- und Klimaschutzes seit den 80er Jahren. Als man anfing mit den Abgaben für Emissionen, Emissionsabgaben, wo man gesagt hat, dass wir verbieten das nicht, sondern wir versuchen, Umweltverschmutzung so teuer und unattraktiv wie möglich zu machen. Da hat sich da ist die ganze Umweltbewegung irgendwo korrumpiert. Und zum Beispiel der World Wildlife Fund, der vorher auch schon nicht ganz unumstritten war, bekommt jedes Jahr 500 Millionen Dollar von Konzernen, damit sie dann Ablassbriefe bekommen. Also Lachs ist dann plötzlich mit diesem Siegel da versehen und ist total gesund. Und Sojaproduktion, wenn in Indonesien Urwälder zerstört werden, dann verpflichtet sich der Konzern, 10% zu erhalten in Zusammenarbeit mit dem WWF. Jetzt weiß aber jeder wirklich Ökologe, dass Ökologie ein Netzwerksystem ist und dass es überhaupt nichts nützt, wenn da 10% sind, aber der Stempel ist rentabel und so ist es in allen Gebieten. Also und in dem Moment ist auch der Vorwurf gegen diese Art von Klimapolitik und Umweltpolitik eben nicht ganz unberechtigt und das schlägt eben auch Kamala Harris in diesem Wahlkampf entgegen, weil eben so vieles korrumpiert ist, großes Geschäft. Und deswegen befinden sich die Kamalisten und im Prinzip auch die Ampel in Deutschland in einer strategischen Sackgasse. Weil einerseits lässt man es ja zu, dass die Grundlagen unserer Solidarökonomie, wie wir sie mit Genossenschaften und öffentlich-rechtlichen
Wirtschaften haben, um die Profitgeierei in Grenzen zu halten. Die wird ja von innen her völlig morsch gemacht, völlig kaputt gemacht. Andererseits will man gegenüber der Öffentlichkeit natürlich auch nicht sagen, wir zerschlagen das. Und so entsteht so eine Pattsituation, wo diese Leute aber eben auch jetzt, siehe das Lindner-Papier, sehr schnell in die Sackgasse getrieben werden können. Und das ist eine üble Situation. Statt des Ausbaus des Staates und der öffentlichen Solidarstrukturen erleben wir eben eine Verwahrlosung statt Reparatur und Ausbau. Alte Zielsetzungen aus der Staatsperiode werden aufrechterhalten, zumindest verbal, während man bereits dabei ist, zu privatisieren, bis der Arzt kommt. Ja, und das Ergebnis ist Politik nur noch für das oberste Drittel der Gesellschaft, Klientelpolitik, also dann werden bestimmte Befindlichkeiten aus grünen Subkulturen sozusagen zu einem Staatsziel erhoben. Und das ist nicht hilfreich, weil es wirklich nur eine ganz kleine Klientel eigentlich betrifft. Ich sag mal, Genderismus zum Beispiel, oder das neue Dings dann eben, Kinder, wenn sie Jungs, die meinen, sie sind Mädchen, dürfen sich dann da umwandeln lassen, sogar ohne Genehmigung der Eltern und all solche schaurigen Geschichten. Das ist in der Tat dann eine Extremform dieser Klientelpolitik. Und mit dem Flüchtlingsdilemma kann man auch wunderbar Geld verdienen. Es gibt einen Mischkonzern, der sich gerade in Deutschland die ganzen vorher künstlich pleite gemachten Altersheime unter den Nagel reißt. Serco heißt er. Und dort eben Flüchtlingsheime aufmacht. Ein rentables Geschäft, weil Serco gleichzeitig auch, ist ein englischer Mischkonzern, gleichzeitig auch in Rüstungskonzernen involviert ist und erschafft also sozusagen die Lösung der Probleme. Bietet die Lösung der Probleme an, die er selber gerade geschaffen hat. Hat die Infrastruktur zerstört, hat die Menschen traumatisiert und in die Aussichtslosigkeit getrieben, in die Flucht. Auch die Flucht wird dann noch begleitet mit Security von Serco. Und dann werden die hier halt kaserniert in Flüchtlingsheimen, was wiederum dann die soziale Vertrauensstruktur in kleinen Gemeinden von Grund auf zerrüttet. Ich erlebe das gerade an einem konkreten Beispiel bei uns in der Gegend. Deswegen bin ich da auch etwas sensibilisiert. Und natürlich, die Altersheime werden leergeräumt, weil es profitabler ist, Flüchtlinge dort einzuknasten. Und dann spricht man ganz unschuldig davon, dass es ja leider einen Pflegenotstand gibt in Deutschland. Ja, wir sind an einem Punkt, wo das organisierte Verbrechen in der Tat auf dem Vormarsch ist. Das ging Anfang der 70er Jahre los mit dem sogenannten Clearing-System, Euroclear und Clearstream. Zwei Organisationen, die nur damit beschäftigt sind, Gelder weltweit zu transferieren und dabei das Geld von ehrlich erworbenen Arbeitsprozessen zu verquirlen bis zur Unkenntlichkeit mit den Einkünften von Verbrecherorganisationen. Es gibt eine unterdrückte Genfer Erklärung von 1996, wo mutige Anwälte, Staatsanwälte und Richter wie Balthasar Garzón geschrieben haben, wenn wir nicht aufpassen, dann wird gerade die Politik in Europa von Verbrecherbanden übernommen. Das wurde unterdrückt, du findest das auch gar nicht irgendwo bei Google. Google ist auch sehr selektiv geworden mittlerweile. Aber es wurde von einigen mutigen Leuten rechtzeitig davor gewarnt. Und das ist natürlich damit einhergehen die Steueroasen. Also mittlerweile
geht irgendwie mindestens die Hälfte der dem Staat eigentlich zustehenden Steuereinnahmen auf Steueroasen. Und die massive Steuerflucht, im Proto-Beispiel Elon Musk, der große Wohltäter, der sich ja sogar seine Fabriken durch Elektroabgaben vom Steuerzahler bezahlen lässt. Auf jeden Fall, dann hatten wir eben bei der deutschen sogenannten Wiedervereinigung, war ja nun keine Wiedervereinigung, sondern schlichtweg eine Annexion des zweitgrößten Genossenschaftsstaates Europa, nämlich die DDR durch die Deutsche Bank. Und kann man noch mal extra drüber reden, aber es ist ein großes Feld. Jedenfalls hat die Treuhand da ja das Volksvermögen massiv gestohlen und dann auch noch Verluste, also auch lebensfähige Kombinate in der DDR kaputt gemacht und dann wiederum bei Steuerzahlern in Ost und West noch Schadensersatz dafür einkassiert, insgesamt 200 Milliarden. Und das ist natürlich, sage ich mal, 200 Milliarden D-Mark. Der Staatssekretär, der das damals gemacht hat, war Horst Köhler. Der wurde dann belohnt mit dem IWF-Job und dann wurde er noch Bundespräsident. Und sein Sachbearbeiter, der das eben so schön durchgearbeitet hat, war Thilo Sarrazin. Ja, und das riecht nach Mafia. Es sieht aus wie Mafia. Es ist Mafia. Und die haben sich natürlich nach diesem Raubzug gesagt, ja, wenn das so gut funktioniert in Bezug auf die DDR, dann können wir das auf gesamte Deutschland übertragen. Und das ist das, was wir jetzt sehen, eine Enteignungswelle oder auch das, was jetzt Lindner wieder fordert in seinem Papier, geht auch in die Richtung. Das heißt, wir haben jetzt einen fürchterlichen Sumpf, dieser politische Status quo, der Mainstream, ist diese absolute Unerklärtheit von Zuständen. Und die Bevölkerung merkt, es stimmt was nicht, aber kann es auch nicht irgendwo verbalisieren und systematisieren, was da eigentlich genau los ist. Und genau in diesem Milieu können sich die Trumpisten jetzt total ausbreiten. Weil es bedarf jetzt in dieser amorphen Volkswut keinerlei Erklärungen mehr. Das Bildungssystem in den USA ist auch so auf den Hund gekommen. Es genügt einfach, wenn der dann sagt, hier diese scheiß Genossin Kamala will jetzt hier den Kommunismus einführen. Pfui. Und jetzt sagt, neulich war Madison Square Garden, große Abschlusskundgebung, offiziell der Republikaner in New York. 20.000 Zuschauer. Da sprach dann auch Elon Musk und Howard Lutnick, ein anderer Multimilliardär, Investmentbanker, der in dem Übergangsteam von Donald Trump die Führung übernehmen soll. Der grätschte in eine Rede von Musk ein und fragte, sag mal Elon, wie viel wirst du an diesen versumpften 6,5 Billionen Dollar, die US-Regierung ausgibt, wegstreichen. Elon Musk, 2 Billionen. Hervorragend. Also es ist mittlerweile, gleichzeitig wollen sie ja die Steuern senken. Ne? Also Trump will ja die Steuern total senken. Das Geld soll dann aus Strafzöllen kommen gegenüber China. Also gigantische Summen von Strafzöllen. Und ja, wo wird das wohl weggenommen? Ich denke mal im Social Security Topf. Ne? Ja, das ist aber, die Leute haben gejubelt, 20.000 Leute, verlumpte Gestalten zum Teil. Also verstehen Sie mich richtig, es ist wirklich große Verzweiflung, große Verelendung in den USA. Ein Stück Butter kostet 10 Dollar.
Also es ist, und die Zeltstädte wachsen gewaltig, die Obdachlosigkeit, die Amerikaner werden gerade enteignet. Früher waren sie stolz darauf, Hausbesitzer zu sein. Sie sind jetzt nur noch Mieter und können die Miete nicht mehr bezahlen, dann stehen die Häuser leer, aber müssen halt in Zelten übernachten. An der Situation sind wir jetzt und da ist es ein leichtes mit einfachen, ja, wie soll man sagen, mit Rumpöbelei halt irgendwie einfach zu sagen, also die sind schuld, die haben das gemacht da hinten, ne? Und diese Idioten, diese Arschlöcher, diese Drecksäcke, so geht das dann die ganze Zeit. Es ist eine wirklich bemerkenswerte Niveaulosigkeit. Das Milieu des Trumpismus, da finden halt disparate Teile zusammen. Das Puzzle wird langsam vollständig. Das eine ist der Marktradikalismus. Es wird ja immer fälschlicherweise vom Neoliberalismus gesprochen. Der Marktradikalismus gab es zunächst schon 1936, das Kolloq Walter Lippmann. Den können wir uns gleich mal ranholen. Walter Lippmann war also der Chefdenker des Council on Foreign Relations schlechthin. Er hat 1920 das Buch Die öffentliche Meinung herausgebracht, wo er gesagt hat, das Volk ist dumm, das Volk versteht komplexe Zusammenhänge nicht, wir müssen es ihnen so aufbereiten, dass sie dann nur noch Ja oder Nein sagen müssen. Er hat dann später 1936 das Buch geschrieben, Die Gesellschaft freier Menschen. Und das war der Startschuss für die Gegenoffensive gegen den gefühlten Sozialismus. Das meint Sowjetunion, das meint aber auch die damalige, sagen wir mal, gemäßigt sozialdemokratische Regierung von Franklin Delano Roosevelt. Und da hat er eben ein Konzept entwickelt, dass der Staat sich da eigentlich aus den Sachen raushalten soll und das stört nur. Und ja, jedenfalls, das Ganze wurde dann bekam sehr schnell Fahrt. Das ist sozusagen der Gründervater, der Urvater des Marktradikalismus, seine Durchlaucht Freiherr Ludwig von Mises. Also österreichische Adlige haben dann ihre Frustration ausgelassen am Sozialismus, an Gemeinwirtschaft. Er hat halt ein Buch geschrieben, wo er die Genossenschaften total aufgespießt hat und gesagt hat, dass das großer Mist ist. Und sein eifrigster Schüler, den kennen Sie vielleicht, Friedrich von Hayek, Freiherr Friedrich von Hayek, auch österreichischer Adliger, der eben das Konzept, das Vier-Generationen-Konzept für den Vormarsch des Marktradikalismus entwickelt hat, in seinem Buch The Road to Serfdom 1944, wo er beschrieb, dass der Sozialismus seine Vorherrschaft errungen habe über vier Generationen. Und das müsse man jetzt genauso machen. Man müsse anfangen an den Universitäten und dann gibt es die diversen Studenten und die wiederum regnen in die Gesellschaft rein, sodass aus dem Schneeball so langsam eine Lawine des Marktradikalismus wird, weil die sich dann in die ganze Gesellschaft verteilen. Und die Mont-Pelerin-Gesellschaft wurde ja 1948 gegründet, war eben erstmal das Treffen sowohl der Neoliberalen wie der Marktradikalen. Alle Leute, die der Meinung waren, dass man Preise nicht diktieren darf, sondern dass Preise wichtige Informationen enthalten, die man nicht unterdrücken darf, haben sich dort zusammengetan. Und dann kam eben die Aufspaltung in ordoliberal oder neoliberal. Und ich sage mal, was Neoliberalismus ist. Neoliberalismus ist das, was man auch rheinischen Kapitalismus nennt. Dieses Buch habe ich auch gelesen. Erhard würde heutzutage wirklich, Berufsverbot an sämtlichen Universitäten bekommen als Ökonomieprofessor, weil er hat unter anderem gesagt, also der Staat
soll zwar die Wirtschaft frei laufen lassen, soll sie aber kontrollieren und auch massiv eingreifen, wenn es die geringsten Anzeichen von Kartellisierung gibt, und soll dann ganz energisch dann den Prozess bremsen. Zweitens hat er gesagt, der Produktivitätszuwachs in der Wirtschaft muss sofort prozentual auch in Lohnerhöhungen weitergegeben werden. Das sind alles Dinge, die natürlich für die ganzen Marktradikalen Teufelszeug sind. Und ich sag mal, Wilhelm Röpke oder Alexander Rüstow, das sind echte Neoliberale, die haben wirklich, also zum Beispiel Wilhelm Röpke hat sich gegen den die EU ausgesprochen, also EWG damals. Er hatte abgelehnt diese Zentralisierung von Wirtschaftsprozessen und sich für ein dezentrales Wirtschaftskonzept ausgesprochen. Und das ist ja was völlig anderes. Aber mit genau dieser Nebelwolke werden die Leute auch heute wieder verarscht, auf Deutsch gesagt. Es wird so getan, als wenn die Marktradikalen kommen, alles wieder wird wieder unter Erhard. Ne? Und das wird leider auch von den Linken so mit reproduziert. Marktradikal ist in Wirklichkeit, also das ist marktradikal, und ich bitte den Begriff auch zu benutzen und nicht neoliberal, das ist Milton Friedman, der an der von Rockefeller finanzierten Privatuni Chicago schon seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelehrt hat und dort eben im Sinne von Hayek Ökonomen herangezogen hat, der eben auch in Chile, er hat in Lateinamerika lauter Ökonomen hat die ausgebildet in Chicago und zurück in ihr Heimatland gebracht, und die sollten dann diese marktradikalistische Zerstörung des Staates dort umsetzen. Das bekannteste Beispiel ist der Putsch in Chile. Nicht? Also wir haben uns ja damals gefragt, was soll das? Ist das irgendwo geopolitisch gedacht? Aber nein, viel wichtiger war, ein großes Versuchslabor für Hayeks Rezepte zu haben und für Friedmans Rezepte. Also den Staat völlig zu privatisieren, völlig zu öffnen für die internationalen Investoren und auch die Krankenversicherung. Das war ja nach deutschem Vorbild, die öffentlich-rechtlichen Krankenkassen, die wurden zerschlagen. Und dann kam eben so ein privates Modell. Und das hat man ja auch in Uruguay, in Brasilien und in Argentinien durchgezogen. Und als man gesehen hat, aha, das funktioniert. Ich meine, es gibt Kollateralschäden, bedauerlich, aber insgesamt funktioniert es. Der Staat existiert immer noch, die Gesellschaft existiert immer noch, wenngleich auch stark verarmt, aber für die internationalen Investoren optimal. Dann hat man das eben mit Ronald Reagan in den USA durchgezogen, weltweit, und in Großbritannien Maggie Thatcher. Es gibt noch gewisse Unterschiede dabei. Ronald Reagan hat das Geld zum Fenster rausgeschmissen, während Maggie Thatcher eher sparsam war. Es kam währenddessen zur Ausspaltung von Tausenden von Dialekten des Marktradikalismus. In der Stockholm-Gruppe waren über 400 marktradikale Organisationen vertreten, und heutzutage an deutschen Unis gibt es keinen Ökonomen mehr, fast keinen mehr, vielleicht Christian Kreis, aber selbst Leute, die sich auf Keynes berufen, also auf die antizyklische Wirtschaftslehre, sind Außenseiter. Und es ist komplett unter Kontrolle dieser Schule. Also wenn man sich auch die Wirtschaftsweisen anguckt und so weiter, und wo die überall rumchecken. Und schließlich wurde es weiterentwickelt zum Anarchokapitalismus. Also das, was heute den Ton angibt, ist der Minarchismus. Das sind solche Leute, die der Meinung sind, ja, ein bisschen Staat muss noch da sein. Polizei und Sicherheit der Vertragsbeziehung, das muss alles da sein. Aber dann ging es noch weiter. Der Anarchokapitalismus, das ist Murray Rothbard. Das ist sozusagen der Meisterdenker der heute tätigen, auch Politiker wie Milei in Argentinien oder die AfD, die führenden Köpfe in der AfD, sind Anarchokapitalisten.
Und dann wurde es eben versucht, in der Politik umzusetzen. Das ist Stephen Bannon. Das war ja der lange Zeit, drei Jahre, der Chefdenker von Donald Trump. Das ist ein Mann, der versucht hat, das jetzt alles auf die Medien runterzubrechen und den einfachen Leuten diese frohe Botschaft des Anarchokapitalismus zu vermitteln. Friedman, ich wiederhole nochmal, ist Rest von Staat, um das Ganze noch in Ordnung zu halten. Rothbard sagte, alles privatisieren. Öffentliche Schulen, weg damit, Plunder. Die Leute kriegen School Voucher, Gutscheine, mit denen sie dann sich die Schule selber aussuchen können, die privatisierte Schule. Und deren gegenüber sagt Murray Rothbard, alles privatisieren, Gefängnisse, Polizei, alles kann man privat betreiben, prima betreiben. Das Ganze geht zurück auf Ayn Rand. Das war eine Immigrantin aus Russland, die ein Buch geschrieben hat, Atlas Shrugged. Und deswegen gibt es auch die Atlas-Initiative, die versucht eben weltweit marktradikale Schulen zu fördern. Und deswegen, Ron Paul, vielleicht kennt ihn jemand, war ein US-Senator, der ist jetzt im Ruhestand. Sein Sohn heißt Rand Paul und war auch bei der Corona-Geschichte in Erscheinung getreten. Der hatte dann also den Fauci im Kongress gegrillt, wie man so schön sagt. Aber der kommt auch absolut aus dieser Richtung. Die Finanzierer, natürlich, das Ganze gründet doch natürlich auf ökonomischen Interessen. Das sind die Brüder David und Charles Koch. In den USA haben die eine solche Vernetzung von Einflussorganisationen, dass Kenner der Szene, also Koch wird in USA gesprochen Koch, und deswegen spricht man vom Koktopus, also sozusagen der Oktopus, der mit seinen vielen, vielen Armen in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen seinen Einfluss ausübt. Das ist besonders natürlich Klima, ne? Also Korrumpierung und diese Sackgasse der Klimapolitik nutzen die natürlich skrupellos aus. In Deutschland gibt es das Eike-Institut in Jena, wo eben allerlei Unfug erzählt wird, dass menschengemachten Klimawandel gibt es nicht und alles nur Sonnenflecken und sonst was. Und geht auf diese beiden zurück, denn das sind texanische Ölmagnaten. Und die haben natürlich das Interesse, Fossilenergie wie in den goldenen 50er Jahren wieder zu betreiben. Und das ist auch genau das, was Lindner in seinem 18-Seiten-Papier gerade fordert. Welch ein Zufall. Es gibt noch andere mit Richard Mellon Scafey, mittlerweile schier unübersehbarer Dschungel von marktradikalen Denkenfabriken und Lobbygruppen. Heritage Foundation, Manhattan Institute, Cato Institute, Atlas Netzwerk. Und wie weit das in Europa schon gedrungen ist, kann man hier betrachten. Das war also vor den EU-Wahlen in Spaniens rechtspopulistische Partei Vox hat in Madrid eine Veranstaltung abgehalten, zu der Rechtspopulisten aus der ganzen Welt eingeladen waren. Ich mache mal gerade den Ton runter, das brauchen wir nicht. So, eine Riesenveranstaltung, zig 10.000 Leute haben sich vor der Wahl in Madrid getroffen. Und man sieht hier Herrn Orban, auch ein Vertreter dieser Schule, und Giorgia Meloni. Es ist Zeit für die Mobilisierung der rechten Kräfte. Eine Riesensause mit Lasershow. Und dann kommt irgendwann auch noch Millet an als Popstar, umjubelter. Und sie ist ja schon in der Regierung. Und dann kommen noch etlich andere dazu. Und auf jeden Fall, in etlichen Regierungen sitzen sie schon drin und im Moment sind sie halt eigentlich so weit, dass sie, ja genau, Millet. Ich komme noch auf den Mann mit der Kettensäge und das andere ist der Chef von Vox, einer
marktradikal und rechtsradikalen Partei in Spanien. Und also eine Riesenstimmung. Und man sieht, da ist Stimmung. Und jetzt guckt sich mal die politischen Parteien vom Mainstream in Europa an. Also das wird hier die Szene überrollen. Da wird nicht viel übrig bleiben. Dann haben wir wieder autoritäre Regierungsformen zusammen mit Fossilwirtschaft bis zum geht nicht mehr. Also Lindner versucht das gerade hier umzusetzen, immerhin aus einer politisch sehr starken Position. In Brandenburg 0,84% für die FDP. Das ist natürlich eine enorme Verhandlungsmacht. Wir wissen alle, dass es um was ganz anderes geht. Und jedenfalls, die anderen sind auch ein bisschen komisch. Das wissen wir ja alle. Das ist ja die Tragödie dabei, anstatt dass man sich zusammentut, wird dann noch rumgeätzt gegeneinander. Wo war ich stehen geblieben? Hier war ich stehen geblieben, genau. Und das war jetzt der Dingens da, genau. Also man sieht, das ist erschreckend weit vorangedrungen. Es ist eben dieser, wie die Argentinier sagen, El Loco, der Verrückte. Das ist der Mann, der jetzt gerade komplett, hat jetzt gerade die Goldvorräte von Argentinien heimlich, still und leise, im Flugzeug nach London, in die City of London fliegen lassen und ist dabei, die Arbeiterrechte komplett zu schleifen und richtig gewaltsam vorzugehen. Und wie üblich, das Bild auf die Opposition ist ratlos. Ja, warum? Weil sie falsche Software im Kopf haben. Vielleicht, ich möchte mit meinem Vortrag ein bisschen dazu beitragen, dass das vielleicht mal sich ändert, dass man da mal begreift, worum es wirklich geht. Hier ist noch ein wichtiger Förderer von Trump in 2016. Ist draußen, ne? Ja. 2016 bei der ersten Einführung, also Transition Period. Trump war gewählt, aber noch nicht amtseidmäßig eingeführt. Der Mann, mit dem er da so eng zusammen ist, ist Peter Thiel. ein sehr unspektakulärer Name, geboren in Frankfurt. Ist aber jetzt Multimilliardär in den USA und der King vom Silicon Valley. Also diese Software- und Hardware-Produktionsstätten in Kalifornien, da gibt es Bilder, wo die anderen, also Mark Zuckerberg und alle da auf ihn gucken wie auf einen Messias. Und jetzt kommt nämlich eben noch dazu, bis jetzt haben sich die Silicon Valley-Leute eher bei den Demokraten aufgehalten und Peter Thiel hat dafür gesorgt, dass jetzt ganz neu die Silicon Valley Leute sich mehrheitlich um Trump scharen. Und habe ich das hier? Da. Genau. Dazu kommt, dass Trump, da war jetzt neulich ein Treffen in Nashville, da war ein Treffen der Kryptowährungsvertreter. Und da trat dann als Starredner Donald Trump auf und sagte, die Kryptowährung wird Amerika wieder groß machen. Völlige Kehrtwendung, er war ja vorher eher der Vertreter des Bargeldes und gegen Kryptowährung, aber für ein bisschen Währung kann man seine Meinung auch mal ändern. Auf jeden Fall, ob Krypto oder Bar. Und dann die mediale Macht, nicht wahr? Tucker Carlson. Natürlich, sein Interview mit Putin war schon großartig und überhaupt, also den Amerikanern mal nahezubringen, dass Putin auch ein Mensch ist, war ja schon mal eine gute Leistung. Er ist aber absolut ein knallharter Marktradikaler, der auch bei jeder Art von sozialer Regung gleich eine kommunistische Internationale wittert. Er hat auch Milley in den USA salonfähig gemacht und hat jetzt auch etliche Star-Interviews mit Donald Trump geführt. Und es entsteht jetzt, also was die bis jetzt als Defizit hatten, nämlich hatten nicht diese Medienmacht,
Die haben sich ihre Medienmacht jetzt selber zusammengezimmert und sind eigentlich frischer, unverbrauchter, knackiger als, als die Mainstream-Medien. Der neue Feudalismus, ich habe ja gesagt Feudalismus, natürlich nicht die Wirtschaftsform Feudalismus, aber wir stehen eben vor der größten Volksenteignung seit der frühen Neuzeit, als die Allmende den Menschen gestohlen wurde und sie dann in das Proletariat gestürzt wurden. Karl Marx, Kapitel 8. Oder 23. Wir haben eine Anhäufung privaten Reichtums ohne Beispiel in der Geschichte, also unvorstellbar hier. Der Elon Musk hat 247 Milliarden in seinem privaten Portfolio. Wir haben eine nicht mehr produktiv, das ist nämlich jetzt ein Kennzeichen des Feudalismus, das leistungslose Einkommen. Wir haben also wenige Feudalherren hier, die ohne Leistung erbringen zu müssen, irre viel Geld verdienen, also mehr als jeder, der sich hier abstrampelt. Und Buchtipp, Yannis Varoufakis hat das Buch Technofeudalismus geschrieben, wo er im Prinzip zeigt, wie Leute wie Jeff Bezos eben bei Amazon die Bedingungen oder die Prozente ihrer Zulieferer immer weiter runtersenkt durch seine Monopolmacht. Das Monopol ist auch ein wichtiger Punkt. Und dadurch immer leistungsloser, stinkereich wird. Nicht mehr produktiv, sondern nur noch umschichten und vernichten. Die BlackRock macht ja nichts anderes. Es geht nur darum, das Vermögen der Leute zu steigern, ihrer Klienten zu steigern. Und dabei werden Firmen auseinandergehauen. Die nicht so profitablen Teile werden dann in die Insolvenz getrieben und die profitablen Teile dann mit anderen profitablen Teilen zusammengebracht. Das heißt, hier wird überhaupt nicht mehr was Neues geschaffen. Hier wird nur noch umgeschichtet, das, was andere Leute mal mühsam erarbeitet haben. Und die Dividende ist ganz wichtig, der Shareholder Value. Monopolisierung und leistungslose Einnahmen. Und ich habe nichts und ich bin glücklich. WEF, das meint genau das. Wir sind dann alle irgendwann eigentumslose Leibeigene der Feudalherren. In den USA hat Blackstone einen gewaltigen Aufkauf von Häusern, habe ich schon gesagt, vollzogen. Und die Leute sind jetzt umgewandelt von Hauseigentümern, was eigentlich der Nationalstolz des Amerikaners war. Jetzt haben sie nur noch die Waffen. Ja, und Blackstone ist auch ein besonders starker Förderer von Donald Trump. Und natürlich war auch in der ersten Regierung von Donald Trump schon mit mehreren CEOs BlackRock beteiligt. Ein anderer Teil sind die Private Cities. Überall auf der Welt entstehen jetzt privat betriebene Städte, die also in Ägypten oder Saudi-Arabien, Neum, große Städte, die das Vermögen der Anleger, also man kauft sich da ein, man ist kein Bürger in dem Sinne, sondern man ist ein Shareholder. Man kauft sich ein, man bezahlt einen gewissen Betrag und der Bürgermeister ist nicht gewählt, er ist ein CEO, ein Unternehmensleiter. Und jedenfalls besitzen, man kann dort nicht mitreden, man kann nur entweder diese Stadt sich da einkaufen oder man geht eben wieder woanders hin, wenn es einem nicht passt. Es gibt so viele Ecken auf der Welt, wo das schon läuft und ich sag mal, dass
Das Konzept ist halt der Gestalt, dass, genau, jetzt kommt der Mann ins Spiel zum Beispiel, der war bei der Potsdamer, bei diesem berühmten Potsdamer Treffen, das ist Martin Sellner, ein Identitärer, der hatte dort den Vorschlag der Remigration unterbreitet. Also, dass Leute, die hier einwandern, wieder woanders hingehen. Rein Zufall, er hat afrikanischen Staat genannt, ohne jetzt den exakten Klarnamen dieses Staates zu nennen, aber Ruanda bietet sich an, eine solche Remigrationsstadt zu bauen, wo dann zurückgeschickte Flüchtlinge aus Europa sich dort ansiedeln können. Aber was heißt ansiedeln? Es wird ja wahrscheinlich dann eher so eine Art von Internierung sein. Aber auf jeden Fall ist es auch Heuchelei, wenn jetzt die Mainstream-Medien so tun, als wüssten sie von diesen Zusammenhängen rein gar nichts. Ja, was also können wir von der Wahl am 5. November erwarten, also heute Nacht? Und was können wir überhaupt tun? Über die wirkliche Agenda von Kamalisten und Trumpisten wird einvernehmlich nicht gesprochen. Es ist ein Bandenkrieg um die Futterkrippe. Wer gewinnt? Wenn Kamala gewinnt, wird es so weitergehen mit dem Absterben der Zivilgesellschaft in Dilemma und Chaos. Krieg gegen Russland geht in die direkte heiße Phase. Das ist zumindest auch das, was ihr zugeschrieben wird, was sie auch selber gesagt hat. Wenn Trump gewinnt, dann kommt das Projekt 2025, das Projekt 2025, Mandate for Leadership, von der Heritage Foundation, also die Erbschaftsstiftung, die hat nämlich ein 800-seitiges Konzeptpapier verfasst, wo drin steht, Trump hat beim ersten Mal die Chance verspielt, die Gesellschaft wirklich in unserem Sinne zu verändern. Jetzt schreiben wir für ihn, für seine Transition Period, also wenn er gewählt ist, bis er Präsident ist, schreiben wir für ihn ein komplettes Konzept, wie das dann eben marktradikal umgewandelt wird. Und wir werden Ihnen dabei Leute zur Seite stellen. Also es ist schon seit dem Frühjahr oder eigentlich schon seit 2023 ist ein Transition Team von der Heritage Foundation unterwegs, gebildet, die arbeiten schon an der Transition von Donald Trump. Donald Trump wird wahrscheinlich, weil er selber wohl eher so ein Selfmade-Politiker ist, diese Hilfe gerne annehmen, auch wenn er jetzt in öffentlichen Debatten gesagt hat, nein, ich kenne die gar nicht und nie gelesen und nein, das ist auch gar nicht mein Geschmack oder so. Ne? Dafür wird er Russland schonen. Das heißt, es ist glaubwürdig, dass er dann tatsächlich sehr schnell Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch bitten wird und mit realen Angeboten. Aber nur natürlich, um den Krieg gegen den Iran und gegen China dann sozusagen entlastet durch diese Hypothek richtig anfeuern zu können. Und ja, das ist natürlich auch ein detaillierter Plan für die, genau. Es wird natürlich versuchen, Russland aus der BRICS herauszuziehen, was aber Quatsch ist. Dafür ist die Zeit vorbei. Zum Abschluss noch ein Video, was zeigt, nicht nur BRICS, sondern insgesamt hat sich die Welt verändert. So dass, sage ich mal, das relativ schwierig sein dürfte. Die beiden größten Öllieferanten der Welt. Bis jetzt haben die Amerikaner immer die Russen und die Saudis gegeneinander aufgehetzt, gespalten. Genauso wie sie Iran gegen Saudi-Arabien, also Saudi-Arabien gegen Iran aufgehetzt haben. Und
Jedenfalls, so ist ja auch die Sowjetunion zu Fall gebracht worden. Damals, 1980, war der von Ronald Reagan, sein CIA-Chef, geschickt worden nach Riad in Saudi-Arabien. Die Saudis waren damals noch eine schwache Militärmacht, eigentlich gar keine Militärmacht. Und sie hatten Angst, nachdem in dem Krieg zwischen Iran und Irak dann doch Iran immer weiter vormarschierte, dass der Iran womöglich sich auch noch Saudi-Arabien vorknöpfen könnte. Und da haben die Amerikaner gesagt, wir stellen euch unser AWACS-System, also Aufklärungssystem, zur Verfügung. Im Gegenzug müsst ihr einige Jahre Öl zum unterhalb des Selbstkostenpreises verkaufen, zu Dumpingpreisen, um auf die Weise die Sowjetunion in die Knie zu zwingen. Das Konzept hat geklappt, aber das klappt eben jetzt nicht mehr, weil die sich eben bei dieser Konferenz, Putin und Prinz Salman, darauf geeinigt haben, sich da zu konsultieren und ihre Preisgestaltung aufeinander abzustimmen. Und damit ist auch ein massiver Schlag gegen die amerikanische Petrodollar-Herrschaft erreicht worden. Und das, sage ich mal, das hat jetzt Kasan noch einmal deutlich gemacht, vor kurzem die BRICS-Konferenz, wo die Amerikaner nichts mehr zu sagen haben, weil jetzt eigene Kontoführungssysteme, es gibt ja weltweites Kontoführungssystem SWIFT, von den Amerikanern kontrolliert. Und wer da rausgeschmissen wird, wie Russland, Iran, Nordkorea, ja, der hat halt massive Probleme. Jetzt machen die ein eigenes System, BRICS Pay. Wir haben das eben auch da schon mal gezeigt, dass es funktioniert. Sie werden nicht mehr die Vorherrschaft einer bestimmten Währung zulassen, sondern sie haben ein internationales System nach dem Prinzip der Kryptowährung aufgebaut, wo sich die Nationalbanken gegenseitig austauschen können in ihren nationalen Währungen. Das heißt, es war natürlich, bevor sich die Leute jetzt vielleicht mit China einlassen, eine große Besorgnis, dass vielleicht einfach die Chinesen an die Stelle der Amerikaner treten. Aber das ist damit verhindert, indem alle gleichberechtigt sind. Und bei dieser neuen Eurasischen Entwicklungsbank, New Development Bank, sind alle Teilnehmer gleichberechtigte Mitglieder. Es ist nicht so wie bei der Weltbank oder beim IWF, dass die Staaten Stimmrechte haben nach dem, was sie einbezahlt haben in den Fonds, sondern alle sind automatisch gleichberechtigt. Das heißt, hier ist eine echte Revolution gegen den Terror des Petrodollars im Anmarsch, und die funktioniert auch. Und dadurch, dass man auch noch, dass China auch noch Iran und Saudi-Arabien versöhnt hat, ist ein weiterer Spannungsherd heraus, dass die jetzt sogar zusammen Militärmanöver machen, Marinemanöver im Persischen Golf. Ist natürlich für die Amerikaner der absolute Super-GAU. Und insofern bin ich da auch sehr optimistisch, wenn nicht die USA als sterbender Riese die anderen Länder noch mit in den Sarg reinzieht durch eine nukleare Aktion, dann haben wir in der Tat guten Grund, zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen. Und das, sage ich mal so, was jetzt passiert, egal wer die Wahl in den USA heute Nacht gewinnt, es ist egal, weil beide beschleunigen eigentlich den Niedergang der USA selber, zerstören den Zusammenhalt der amerikanischen Gesellschaft und geben eigentlich so die, ja, geben den Löffel ab an die BRICS und andere, ja, mehr demokratisch egalitäre Völkerbündnisse. Und wenn dann gesagt wird, ja, die unterwerfen sich ja der UN. Ja, verdammt nochmal, die UN, da sind sämtliche Länder der Welt drin. Man kann ja die UN in Stand besetzen. Und in dem Sinne verstehe ich das auch, dass die BRICS gesagt hat, wir stehen zur UNO, wir wollen sie demokratisieren. Wir wollen den Weltsicherheitsrat so umbauen, dass auch afrikanische Staaten dort dauerhaft drin sind und asiatische Staaten und so weiter. Und
Von daher, es ist endlich eine Gegenmacht da, die tatsächlich ganz real diesen US-Kapitalismus nicht nur Paroli gibt, sondern ihn sogar irgendwo auf die Nebenschiene drückt. Und in den USA bleibt eigentlich nur die Wahl, entweder sich da als gleichberechtigter Teilnehmer zu integrieren oder zu verschwinden. So, zum Schluss möchte ich dann noch sagen, da hinten sind Bücher von mir, die können gerne gekauft werden. Ich werde auch gerne selber signieren und ja, zum Teil, genau. Ich habe auch ein Buch von einem Freund da mit beigelegt, was sicher für den einen oder anderen interessant ist. Und jetzt danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich, euch, Ihnen, für diesen Vortrag, für diese Aufmerksamkeit, die Sie diesem Vortrag entgegengebracht haben. Und hoffe, dass ich auch ein bisschen Energie, ein bisschen positive Energie rübergebracht habe und so diese Hoffnungslosigkeit. Und indem ich halt ein bisschen erklärt habe, wie das Spiel läuft, so aus meiner Sicht, vielleicht auch ermächtigen, da ja doch an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Ich danke für euer Interesse. Ja, meine Frage, Mike Krause, ist, ich glaube, ich stehe vor der Kamera, wie weit gäbe es eigentlich noch eine Möglichkeit, ich sag mal, so eine Art Rapallo-Vertrag 2.0 zu machen? Oder ist da schon alle Erde verbrannt mit unserer gnadenlos politisch perfekten Regierung? Ja, also ich sehe jetzt im Moment das Potenzial ja nicht. Ich sag mal, es könnte vielleicht, was weiß ich, wie ehrlich das bei der AfD gemeint ist. BSW scheint ja auch ziemlich ängstlich zu sein. Bei den anderen Parteien würde ich ganz klar sagen, die stehen unter der US-amerikanischen Fuchtel und die werden natürlich alles tun, um das zu verhindern. Frau Baerbock hat ja sogar gesagt, wir stehen mit Russland im Krieg. Und ich sage mal, unter solchen Voraussetzungen, es ist natürlich schaurig. Ich würde mal sagen, ich sehe jetzt im Moment keine Partei, die das vielleicht zustande bringt. Ich wünschte mir, dass es eine Partei gäbe oder eine politische Pressure Group, die sich für eine eurasische Hinwendung aussprechen würde, die genau das machen würde. Aber ich sehe jetzt im Moment nicht die Exponenten, die das leisten könnten. Leider. Ja, ich bin Claudia und ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert über die Perspektive, dass die BRICS-Staaten jetzt ja so wie ein gesundes Gegengewicht zu den marktradikalen Positionen rund um die USA sein sollen. Also, weil meine Fantasie, sage ich jetzt mal, meine rein menschliche Fantasie, sagt mir, die sind auch am Gewinnen interessiert und wenn, also ich meine, warum sollen die so viel Demokratie zulassen wollen? Also ich kenne die nicht genug. Ich bin jetzt so ein bisschen erstaunt, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Es wird ja auch allgemein ausgebreitet, so gerade in der Bewegung, sage ich mal. Wird ja ausgebreitet. Ja, das ist ja alles eine Weltregierung. Alles steht unter dem Kommando von Klaus Schwab. Und das sind alles nur Spiele. In Wirklichkeit werden wir von allen Seiten verarscht. Also zum einen haben die ein neues Währungssystem, denke ich, und ein neues Bankensystem, was ziemlich diametral diesen um USA zentrierten System entgegensteht. Es ist richtig, dass China eine ganze Zeit lang ziemlich auf einem marktradikalen Kurs war. Milton Friedman wurde sogar zweimal ins Zentralkomitee oder ins Politbüro der Kommunistischen Partei China eingeladen. Das war aber schon vor 20, 30 Jahren.
Es gibt einen entscheidenden Unterschied, nämlich den Primat der Politik. Während bei uns gesagt wird, alles muss sich dem Markt unterordnen, sagen genau Putin und Xi Jinping und die jeweiligen politischen Kräfte, nein. Es ist schön und gut, wenn die sich da austoben, aber wir entscheiden letzter Hand immer, was hier passiert. Und das haben sie im Falle von Khodorkovsky auch sehr deutlich in Russland schon gezeigt, wo sie diesen Steuerflüchtlingsmilliardär eben dann tatsächlich mal bestraft haben. Und in China zum Beispiel gibt es ja von Alibaba, Jack Ma, genau, danke. Der nimmt ja regelmäßig am WEF teil und ist ja ganz begeistert. Aber genau aus dem Grunde ist er in China auch irgendwo aus den lukrativsten Aufträgen herausgenommen worden. Und stattdessen werden Start-up-Unternehmen gefördert, die halt definitiv unabhängig sind von diesen Kreisen. Es stimmt, dass die Sommerakademie des WEF zum Beispiel der Young Leaders in China stattfindet, aber es ist auf der anderen Seite richtig, dass die ganze Politik nicht ausgerichtet ist auf ein unreguliertes Wüten des Marktes, sondern dass da sehr deutlich politische Vorgaben gemacht werden und dass eben auch Genossenschaften gefördert werden. Wer weiß schon, dass Huawei eine Genossenschaft ist und deswegen von den USA auch besonders heftig bekämpft wird. Natürlich sind sie keine Waisenknaben, was sie gegenüber Tibet gemacht haben, war nicht fein, aber das war eben auch eine frühere Phase. Die Politiker, oder ich sag mal so, es ist völlig klar, China, Russland, da ist tatsächlich der Staat als Vertreter des Gemeinwohls an erster Stelle. Es wird garantiert sozusagen durch, also da haben in Russland gibt es ja ein pluralistisches Parteiensystem. In China wird das wieder anders geregelt, da gibt es eben die Kommunistische Partei und da gibt es die Volksbefreiungsarmee. Das sind eben genau wie in den USA mit der US-Hegemonie und dem Dollar zwei Dinge, zwei Paradigmen, die also nicht bezweifelt werden in der politischen Debatte. Aber alles andere wird mittlerweile offen, sehr offen diskutiert. Das ist so stark, dass der Chef des European Council on Foreign Relations, Mark Lennart, in einem Artikel mal geschrieben hat, also man könne neidisch werden, was für eine pluralistische und lebendige Diskussionskultur es in China in diesen Denkfabriken gäbe und welche Kompetenzen da versammelt sind. Und ich sehe da schon einen deutlichen Unterschied. In den USA ist ja wirklich nur noch die ungenierte Herrschaft des organisierten Verbrechens. Und das funktioniert so in diesen Staaten nicht. Es gibt bekanntlich auch in Russland natürlich kriminelle Vereinigungen, teilweise kriminelle Oligarchen. Und ich sage mal, genau wie Franklin Delano Roosevelt den Kapitalismus ja auch vor sich selbst gerettet hat, ist es dort auch so, dass Putin einen Tanz auf hohen Eiern veranstalten muss. Er muss zwischen Militär, Geheimdiensten, Arbeitern, Unternehmen, Oligarchen, Religionen immer austarieren, jeden Tag neu. Also das ist eine Meisterleistung, dass er das jetzt über 20 Jahre, 24 Jahre, 25 Jahre jetzt geschafft hat. Und genau wie bei Roosevelt ist die Frage, als Roosevelt gestorben ist, ist diese ganze Balance aus den Fugen geraten und das organisierte Verbrechen war sozusagen wieder dominant und in Form des Kalten Krieges und so weiter. Aber
Das müssen wir sehen. Das ist ein sehr fragiles Gebilde. China ist stabiler, viel stabiler. Und die Zustimmung der Bevölkerung natürlich sehr viel größer, weil welches andere Land hat denn das geschafft, 800 Millionen Menschen aus der Armut herauszuholen innerhalb weniger Jahre oder jetzt wie vor kurzem zwei weltweite Brandherde zu löschen, nämlich zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und ja, andererseits eben China und Indien. Und das denke schon, das ist eine Konzeption, eine Perspektive. Und ja, ich meine, viele Leute sind schon so in Niederlagen verliebt oder darauf fixiert seit Jahrzehnten, dass sie einfach jetzt auch gar nichts mehr davon hören wollen. Aber ich denke, es ist schon wert, diesen Impuls jetzt mal irgendwo ernst zu nehmen. Ja, ganz, ganz lieben Dank für diesen wirklich interessanten Vortrag. Sie haben uns jetzt erklärt, wie erfolgreich die Lobbygruppen auf unsere Politiker einwirken und wie gut das funktioniert. Und wir als Bürger haben gemerkt, wie wenig wir als Bürger im Prinzip in diesem Staat was zu sagen haben, auch wenn man sich die Corona-Zeit mal so überlegt. Und haben wir nicht einen gewaltigen Fehler bei uns in der Demokratie? Also haben wir nicht Konstruktionsfehler, wenn so eine Frau Baerbock sich im Ausland hinstellen kann und sagen, egal was meine deutschen Wähler denken, und sie kann gegen ihren Amtseid verstoßen, das ist überhaupt kein Problem. Ein Herr Scholz ist immer noch im Amt, obwohl er mit Cum-Ex und Wirecard-Skandal eigentlich von der Justiz eigentlich vor Gericht gestellt werden müsste und eigentlich nie Kanzler hätte werden dürfen. Und Herr Habeck ist im Amt und hat von Wirtschaft so viel Ahnung wie ein Elefant vom Fliegen. Da mache ich mir wirklich gewaltig Sorgen, was hier in Deutschland los ist. Ja, also Konstruktionsfehler war jetzt die Frage, ne? In der Tat, es ist, wir bekamen ja nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder minder freundliche Impulse von den USA, eine gewisse Verfassung hier oder einen Verfassungsentwurf, der ja temporär ist, immer noch zu übernehmen. Und das Ganze ist im Prinzip ja diese amerikanische, von Walter Lippmann formulierte Demokratie, also wo Experten, selbsternannte Experten für das dumme Volk halt denken. Das hatte in Deutschland noch eine andere Färbung, weil wir haben hier eine sehr starke öffentlich-rechtliche Struktur immer gehabt. Wir haben starke Genossenschaften immer noch. Und so vieles, was der Profitwirtschaft entzogen ist, was natürlich von Maulwürfen von innen her kaputt gemacht wird, jedenfalls, dass es in Deutschland tatsächlich mit diesem rheinischen Kapitalismus bekanntlich, er hat uns eine schöne, sorgenfreie Kinder- und Jugend verschafft. Wir brauchten uns, während in England immer noch Lebensmittelkarten verteilt wurden, war in Deutschland schon, konnte man schon gut essen und leben. Das heißt, ja, war ja auch ein Schaufenster gegenüber dem Kommunismus, Sowjetkommunismus und ja, der Konstruktionsfehler liegt eben darin, dass das nicht weitergegangen ist. Also, dass man nicht. Der Konstruktionsfehler liegt doch zum Beispiel darin, dass wir nicht über bestimmte Sachfragen entscheiden können. Wie in der Schweiz, wo was weiß ich, wie viele etliche hundert Abstimmungen im Jahr stattfinden über Einzelfragen, ohne dass das System in Chaos und Anarchie versinkt. Und das wäre jetzt natürlich der nächste Schritt gewesen, sozusagen, von dieser repräsentativen Demokratie zu der nächsten Form, der wirklich zum Beispiel mit imperativem Mandat, wenn ein Politiker eben die Interessen seiner Wähler nicht vertritt, dass er dann auch jederzeit abgewählt werden kann und solche Geschichten. Das ist eben, denke ich, ein Konstruktionsfehler. Und ja, das
Das läge ja sozusagen auch an den Wählern, am Volk selber, da was zu ändern. Aber man, zum Beispiel, warum sind denn diese Genossenschaftsbanken so scheiße heutzutage? Weil unsere Vorgängergeneration hat schon nicht mehr darauf bestanden, dass es Genossenschaftsversammlungen gibt, wo sie mitsprechen. Heute ist man eben ein dummes Schaf als Genossenschaftler in seiner eigenen Sparda-Bank. Also irgendwo kriegen wir auch das, was wir verdienen. Also weil wir haben nicht gekämpft genug. Oder ich sag mal, hier sitzen lauter Leute, die wahrscheinlich sehr lange gekämpft haben und jetzt erschöpft sind. Aber ja, es ist, ja. Ja, eigentlich hast du meine Frage schon fast vorweggenommen, weil eigentlich ging meine Frage in die gleiche Richtung. Weil ich finde es total toll, wie es in der Schweiz ist. Ich würde mir das total wünschen, dass wir das hier hätten und dass es dahin geht. Nichtsdestotrotz bin ich auch desillusioniert, weil wenn ich mir angucke, zum Beispiel das letzte Mal die Grünen gewählt wurden, da ist ja schon vorher bekannt geworden, dass die Baerbock den Lebenslauf gefälscht hat, dass das alles nicht so authentisch war. Trotzdem gab es ja viele Wähler. Und ich denke mal, vor 20 Jahren hätten die Leute auch so eine Frau nicht gewählt oder solche Leute. Da hätte sich keine Partei wahrscheinlich getraut, solche Leute überhaupt einzustellen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Das heißt, das ist für mich nicht nur ein Ding, wie die Parteien aufgestellt sind oder wie die Demokratie organisiert ist, sondern was nehmen die Menschen an und warum nehmen sie das an? Und das ist natürlich medial auch geprägt über viele Jahre. Aber das ist ein ganz kulturelles Ding, auch wenn ich mir angucke, diese ganze Kriegsgeschichte. Ich denke mal, vor 20 Jahren hätten viele noch gesagt, ja, auf keinen Fall Waffenlieferungen und wir müssen Frieden haben, wir müssen mit Russland klarkommen. Und dann stellt sich jemand hin in der Regierung und sagt, ja, wir müssen Frieden schaffen durch Waffenlieferungen, ne? Egal, jetzt ohne zu überlegen, wie viele Menschen dadurch umkommen. Und plötzlich denken viele, ja, ich muss Frieden schaffen durch Waffenlieferungen. Und die Menschen sind so beeinflussbar und es scheint mir aus meiner subjektiven Wahrnehmung sogar ein bisschen mehr als vor einigen Jahren. Und das muss ja irgendwie medial gepusht oder kulturell medial gepusht sein. Und die Frage ist, was man da eigentlich gegen machen kann, dass sich das ändert. Weil sonst hätte ich auch mit so einem System in der Schweiz nicht viel Hoffnung, weil die Leute dann für Krieg oder irgendwas abstimmen würden. Ja, also das kommt ja auch immer auf das Bewusstsein an. Natürlich, wenn jetzt ein terroristisches Attentat ist und am nächsten Tag eine Abstimmung über Wiedereinführung der Todesstrafe. Das ist genau das Potenzial, das Missbrauchspotenzial, was in dieser Demokratie auch drin steckt. Ja. Letztendlich kommt es ja immer darauf an, hier werden ja Meinungen gemacht. Hier wurde ja eine ganze Generation von Großstadtneurotikern herangezogen, die dann die Grünen gewählt haben. Und das ist ja durch jahrelange Aufzucht, auch wenn man sich guckt, wie die Lehrer drauf sind, wie die indoktriniert werden, wie die Schüler indoktriniert werden. Und das wird alles so hingenommen. Das ist, also da sind wir in der Tat auch alle irgendwo überwältigt, ne, von diesem Schub, wenn dann der beliebteste SPD-Politiker Pistorius sagt, in 5 Jahren müssen wir kriegstauglich sein. Bravo, bravo, bravo. Also mediale Bearbeitung. Und jetzt werden die Leute nochmal eingefangen durch diese angeblich alternativen Medien und das Ganze nochmal angeheizt. Und was kann man da machen? Es ist leider so, dass man in dieser westlichen Demokratie 3 Dinge braucht. Geld, Geld und noch mehr Geld. Und es ist eben dadurch, dass man auch die Moral, die Ethik, die uns 68er noch angetrieben hat und dazu gebracht hat, kostenlos Leistung zu erbringen, das ist ja alles weg. Die Ethik, die Moral ist ja kaputt. Wenn ich mich erinnere, also ich bin in einem protestantischen Haushalt aufgewachsen und dann habe ich sozusagen die hehren protestantischen Ideale, wie sie mir meine Eltern gelehrt haben, dann verglichen mit der Realität und bin von daher dazu gekommen, boah, das kann doch wohl nicht angehen. Und dann kam das mit Auschwitz noch und so weiter. Und dann auch Vietnamkrieg und diese Moral, diese moralische Verortung, die gibt es ja nicht mehr, ist zerstört. Es ist, sagen wir, die ganze Topografie des Wissens, Wissenshierarchie, alles ist zerstört. Die Zahnschmerzen von König Charles sind genauso wichtig wie 5000 Erdbebentote.
in den drei Nachrichten. Es gibt keine Hierarchie des Wissens mehr, dass das eine wichtiger ist als das andere. Und in so einer Welt, wo dauernd hier noch eine Nachricht und noch eine Nachricht und Doomscrolling. Also die Leute sind ja süchtig nach schlechten Nachrichten. Das ist eine Sache in der Psychologie, wo man sagt, ja, in dem Zusammenspiel von Google, wenn ich was suche und ich habe da was Negatives gefunden und es packt mich, dann denkt Google, die künstliche Intelligenz, aha, der will noch mehr davon haben. Willst du nicht das noch und das noch und das noch? Oh, grauslich! Wieder so viele Erdbebentote und wieder so viel ermordet da und irgendwann kann man gar nicht mehr davon lassen. Also dieses Doomscrolling ist so dermaßen zerstörend und entwertend. Und das ist ganz wesentlicher Mechanismus. Das merke ich ja auch bei Vorträgen. Also die Leute irgendwo aus der negativen Ecke wieder rauszubringen, ist ja fast unmöglich, weil alles so schlimm und alles so böse. Und ja, wenn man auch nicht mehr dran glauben will an das Gute, dann wird auch nichts. Also, ja. Da hinten ist eine Dame. Okay. Ich wollte nur gerade mal ganz kurz dazwischen springen. Also, wie soll ich sagen, die alten KPD-Genossen zum Beispiel, die schon in den 20er, 30er Jahren gekämpft haben, die im KZ saßen, die hinterher versucht haben, hier sowas wie Demokratie aufzubauen, die haben mal auf meine Frage, ob eigentlich die Leute immer konstant gekämpft haben, gesagt haben, das waren immer Wellen. Es gab immer Höhepunkte, wo es Streikwellen gab, wo es starken Widerstand gab, der teilweise sogar bewaffnet war. Es hat Niederlagen gegeben und es hat einfach auch ruhige Zeiten gegeben, wo einfach nichts passiert ist, weil die Leute erschöpft waren. Aber das sind auch so Wellen und von daher muss man sich nicht ganz so einmachen lassen. Ich, wie du vorher schon gesagt hast, ne, BRICS macht auch Hoffnung. Hier im Moment, wenn man nur auf Deutschland guckt oder auf Europa guckt, da sieht es im Moment etwas beschissen aus. Aber ich möchte sagen, dass wenn die Russen sich in der Ukraine nicht einmachen lassen, das wird auch die Politik hier nochmal ein ganz gutes Stück verändern. Blöd ist natürlich immer, dass es immer mit so viel Toten und so viel Elend einhergeht, ne, was nicht sein müsste. Ja, wenn ich da vielleicht noch gerade auch darauf antworten darf, ich meine auch, es ist wichtig, immer wieder Pausen zu machen, immer wieder was ganz anderes zu machen. Auf jeden Fall immer machen, was einem Freude macht. Ne, das ist ganz, ganz wichtig zur Regeneration. Es gibt ja so viele, die sich so schnell verbrannt haben im politischen Widerstand, die dann selber ein Teil des Systems geworden sind, des Hasses und der Verzweiflung. Und deswegen, also, das ist ganz wichtig, dass man immer etwas macht, was einem Freude macht. Musik machen oder was einem Freude macht, Radfahren oder sonst was. Also, man kann nicht den ganzen Tag da sich dagegen stellen. Also da geht man kaputt und ist nach kurzer Zeit verbraucht, Burnout. Das darf man nicht machen. Ja, meine Frage ist folgende. Wenn ich das eben in dem Vortrag richtig verstanden habe, ist auch nicht die AfD das Heilmittel, was ihre Art von Opposition und so weiter betrifft, weil das erfahre ich auch immer wieder so in meinem Umfeld, dass das immer so, ja, da muss jetzt erstmal die AfD was machen, das ist unsere einzige Opposition und solche Dinge höre ich da und heute habe ich so ein Stück weit für mich mehr gemerkt, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich da immer ein komisches Bauchgefühl dabei habe, weil durch die, so wie Sie es jetzt eben erklärt haben, ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Und das wäre jetzt auch nochmal so meine Frage, was Sie da für Gedanken dazu haben. Ja, also ich habe einen Artikel schon 2017, da war glaube ich Bundestagswahl, kurz vorher habe ich da noch im Rubicon reingegrätscht mit einem Artikel AfD-gnadenlos marktradikal. Und da habe ich genau diese ganzen Sachen, damals war es ja noch mehr eigentlich diese marktradikalen Honorationen. Und jetzt kommt ja natürlich noch die völkische Schiene von Björn Höcke dazu, die dann das Bild
verschiebt, aber im Grunde, wer das Geld hat und wer das letzte Wort hat, das sind natürlich die Marktradikalen. Und die anderen sind vorgeschoben, wie in den USA mit dem Bibelgürtel. Mit den, ich meine, wie passt denn das zusammen, Christentum und Marktradikalismus? Die suchen sich immer einen Wirtsorganismus, auf den sie sich draufsetzen können und der sie dann trägt. Sie selber haben das Geld und das Know-how, wie man Kampagnen macht, und die anderen sind die Masse. Und genauso hatte sich auch gedacht Markus Krall, die Demokratiebewegung könne er sich krallen, indem er sozusagen das Ziel verändert. Das wäre sozusagen für seine marktradikalen Ideen das Medium, über das er dann an ein Massenpublikum kommt, ganz schnell. Ne? Und das, in den USA geht das Konzept auf und hier geht es noch nicht ganz auf, aber wenn es so weitergeht, muss man damit rechnen, ne? Dass genau diese Protestpotenziale, die isolierten, enttäuschten Taxifahrer, die isolierten, enttäuschten Landwirte dann in der Tat dort Schutz suchen werden. Ne? Weil es einfach eine Organisation ist und die hat Macht, die hat Einfluss, die hat, da kannst du quasi Druck entwickeln, dass du da nur der nützliche Idiot bist. Das wissen die nicht oder wollen sie nicht wissen. Viele wissen es, aber wollen es nicht wissen.